Hallo ihr Lieben, und ich bin wieder zurück und ich heile etwas. Und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich noch kurz darüber sprechen, warum ich die letzte Folge so halbherzig gespielt habe. Ich meine, ich musste, ich habe ja einen Umzug gehabt am Anfang des Monats. Dann habe ich im Voraus viele Folgen aufgenommen, damit es keine Lücke gibt. Und dann waren jetzt die letzten zwei, drei Folgen, waren die Meeresspalte entdeckt. Waren jetzt dann praktisch mal wieder Einstieg und irgendwie wurde der Flow, der Fluss wurde unterbrochen. Ich bin nicht mehr wirklich in der Geschichte drin und ich denke auch, was ich in der letzten Folge gemacht habe, nämlich, dass ich einfach Geld genommen habe, statt den Typen zu retten. Das wäre überhaupt nicht Syras Art gewesen eigentlich. Moment mal. Was hat das mit der Meeresspalte auf sich? Oder die Ortschaft. Heißt das, dass da oben vielleicht noch irgendwas ist? Eigentlich scheint es mir nicht so. Ja, und ich habe auch irgendwie jetzt die Übersicht verloren, vom Fluss der Geschichte her, was eigentlich wichtig ist. Ich habe dort beim letzten Mal völlig sinnlos diese Tierchen angegriffen. Tierchen, diese Skelette im Gegenlicht. Was taktisch nun wirklich ziemlich unsinnig war. Und habe dann auch meine Rechnung bekommen. Das heißt, ich trete jetzt hier den taktischen Rückzug an, weil ich keine Lust darauf habe. Das ist nur das Lager, da hat man ja schon geschaut. Aber was ich hier gerne noch schnell schauen würde, wäre hier hinter vielleicht was ist. Das haben Wasserfälle ja gerne mal so an sich, aber scheint hier nichts zu sein. Ach, weißt du was? Wie Pferdeflöte. Da. Hallo Wirbelsturm. Jetzt sollte es ja kein Problem mehr sein, hier komplett durchzureiten. Dann sind wir schnell wieder in der Stadt. Ah, ich habe auf E gedrückt, weil ich dachte, ich kann die vielleicht jagen in dem schlechten Licht. Das ist interessant, die Wildmagierin war jetzt tatsächlich nirgends mehr zu sehen. Dafür hatte ich dann eben ein paar Wölfe und Ratten. Ich schätze, das war ein Zufallsereignis.
direkt hier am Ortsausgang eingerichtet. Das ist ja auch also frech. Naja, irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Guten Abend. Guten Abend. So. Willst du? Ja, hast du Heu? Und ich gehe mal wieder in die Stadt. So, die anderen Missionen, die wir gesehen hatten, waren ja alle Stufe 3. Bei Stufe 2 in der Hauptmission hatte ich so Schwierigkeiten beim letzten Mal. Ah, guck mal, wir haben Feierabend gemacht. Geht's da runter? Bierkeller. Und sogar direkt zugänglich. Wie, ich kann das Zeug einfach nehmen? Kein Diebstahl? Gilt tatsächlich nicht als Diebstahl, wenn ich mich hier bediene. Das machen wir aber, wenn, dann vielleicht ein andermal. Ich habe es nicht nötig, hier arme Leute zu bestellen. Gib mir mal schon eine. Maulus war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nähren kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigte die Kapitänin des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt 3 Rekruten der Stadtwache, um sich anschließend in der Unterstadt zu verkriechen. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Ich glaube, ich werde mich jetzt eher nach Alt-Dothul-Grad begeben. Was? Mal gucken, mal da oben wäre noch ein Myradenturm gewesen. Na nun, wo sind denn diese Ausgrabungen? Ah, nee. Wie jetzt? Ich hab doch... Hier, da zeigt das mir an, dass ich in die Stadt soll. Also muss doch auf der Karte was zu sehen sein. Die Ausgrabungen werden ja nicht gerade in der Stadt sein. Ja, eben, worauf ich raus wollte, ist, dass
dass es mir zurzeit einfach wirklich mit der Lust ein bisschen mangelt. Was traurig ist, weil ich habe so lange auf Enderal gewartet, ich war so geheilt, ich hatte auch viel Freude am Anfang, aber irgendwie ist das jetzt alles verloren. Das ist doch relativ logisch, jetzt schickt er mich einmal durch die Stadt, aber auch ans andere Ende. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Also sobald wir auf der anderen Seite raus sind, gucke ich nochmal auf die Karte. Vielleicht finde ich ja dann einen Hinweis. Also eins ist auch klar, das bedeutet für mich jetzt, dass wenn ich wieder in den Fluss komme, nicht da unten. Ah, jetzt weiß ich, was er will. Er will, dass ich Bericht erstatte. Ich muss doch aber erst noch nach Alt-Dotulgrad. Ah, ich glaube, das war da, wo wir schon waren. Oder war das Raschengrad? Oder war Raschengrad das? Fragen über Fragen. Mesdames. Monsieur. Hoffentlich kommen die Neuen bald. Ist das das Haupttor? Dort werden unter anderem Produkte wie Friedenskraut, Bananen und Datteln angebaut. So, jetzt nochmal Karte. Alte Grenzwacht, Felsenzuflucht, Wachturm, Miradenturm, Herzland, Düstertal, Grenze des Herzlands. Felsenzuflucht, Nanu? Wir waren doch aber schon da hinten. Hier zum Beispiel Ritualplatz. Alt-Raschengrad, was doch Alt-Raschengrad. Also, das bedeutet wohl, ich werde hier nichts finden. Dann auf zum nächsten Schild im Ort und hoch zum Tempel. Ein kleines gemütliches Schwätzchen mit dem Führer dieser großartigen Nation halten. Und dann geht es hoffentlich anderweitig weiter. So, Moment. Wo haben wir das nächste Schild? Monsieur, kannst du mir zufällig sagen, wo hier ein Wegweiser ist? Ah, da. Seht für den Miradenturm, Adelsviertel, Sonnentempel. Da wollen wir hin. Ein auf einen blockenden Gegner geschwungener, kraftvoller Angriff durchbricht dessen Block. Verschiedene Elementarzauber haben verschiedene Verbindungen. Ah, das ist hier. Magister Milan.
Milan, warum das? Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Mein Glückwunsch dazu. Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Ja, ja. Hast du eigentlich schon diese neue Milanesische? Na, das ist wie immer das Problem, wenn man von der Mission nicht wirklich überzeugt ist. Grüße auf. Du hast nichts gehört von meinen lauten Spekulationen, man erwartet ja? Viel von euch. Schreitet wohl. Ja, ich schreite. Auch an dir geht vorbei. Weiter. Ja, ich sag doch, ich gehe an dir vorbei. Oh, unten. Wie kommt man denn eigentlich da runter, außer dass man springt? Da geht's ja hoch und nicht runter. Die Welt kann untergehen. Ach, das soll doch mal einer verstehen. Dachte Herr. Dieses Gefühl eben, das war der Siegelstein, nicht wahr? Das war gestern. Ich weiß nicht, was das gerade eben war. Aber die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehändigt. Sehr gut. Dann bleibt nun noch Pegasts Ausgrabung. Seid ihr bereit dafür? Ja, bin ich. Gut. Was hattest du denn da auf dich? Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Eine Maschine? Wie soll das denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt-Dotulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dilgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Die Shari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakaresh wird euch begleiten. Also, pass mal auf. Im letzten Zyklus hat eine Botin, also zum Beispiel ich, die Baupläne gefunden. Also wiederholt sich dort alles, was wir jetzt machen, genauso wie es da schon war. Und ich weiß nicht, so ein ganz dummer Gedanke. Was, wenn alle die Maschine immer wieder zusammengesetzt haben, keiner weiß, wie sie funktioniert und dadurch in Wirklichkeit die Läuterung ausgelöst haben? Also, auf gut Deutsch, was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nutzen wird? Den Pyräern scheint sie so gut wie gar nicht geholfen zu haben. Und was genau ist nochmal der Unterschied zwischen den Ishian und den Dürgern? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden. Das Pyräische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Und selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, alles, was die Pyräer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Also gut, wie komme ich nach Alt-Dotulgrad? Ich habe vorhin meine Karte durchsucht ohne Ende und nichts gefunden. Land. Hüterin Sakaresh wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Danke.
Nicht so, für das nicht so erfolgreiche Gespräch? Erwartungsgemäß hat er praktisch gar nicht zugehört. Sehr schön hier, muss ich sagen. Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Bin ich. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass der Großmeister ausgerechnet uns beide auf diese Mission schickt? Wieso fragt ihr? Stört es euch? Nein. Es ist eben nur, dass wir beide Frischlinge sind. Stimmt. Offen gestanden verstehe ich auch nicht, warum der Großmeister euch so viel Verantwortung übergibt. Ja, ihr seid begabt, aber ihr seid dennoch in den Augen der meisten im besten Fall ein Fremdländer. Im schlimmsten eine wandelnde Blasphemie. Aber wer weiß, Arantial hatte laut den Erzählungen schon immer eine Vorliebe für Prophezeiungen und Legenden. Und ihr scheint jedes Kriterium dafür zu erfüllen, bislang zumindest. Aber mal sehen, jetzt sollten wir uns erst einmal auf die Mission konzentrieren. Seid ihr bereit? Na gut, gehen wir. Arantial sagt, er kennt den Weg. Ja, die Ruine ist nur ein paar Meilen von hier. Treffen wir uns einfach am Myradenturm im hinteren Herzland. Ich werde dort auf euch warten. So, sollte ich noch was einkaufen? Ich glaube eigentlich nicht. Sag mal, ich glaube nicht hier eigentlich, dass ich das nächste Mal direkt dort reingehen kann. Okay, ist einfach die zweite Tür. Wieso der Wegweiser ausgerechnet da auf dem Hinterhof ist, macht ja auch nicht viel Sinn. So, Myradenturm. Deshalb gilt Ender als Inbegriff der Theokratie. Ja, das ist nicht gerade sehr schmückend. Malphas zum Gruß. Ja. Ich grüße ihn, wenn ich ihn sehen sollte. Schreitet wohl. Was natürlich schwierig werden könnte, da er angeblich tot ist. Mesdames. Stone? Darf ich mal? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Ich möchte mit dem Miraden fliegen. Wohin soll ich euch bringen? Seite 2. Sicher, dann. Wohin soll ich euch bringen? Ins hintere Herzland, bitte. Da bist du. Hier seid ihr ja. Sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dothulgrad. Also geht voran, ich folge euch. Ja. Ich muss nur noch kurz ein paar Sachen ablegen. Ich brauche schließlich nicht alles, was ich jetzt dabei habe. Zum Beispiel diesen A. Ich habe die ganze Zeit den falschen Bogen benutzt. Das ist ja natürlich auch dumm. Ohne Ende.
Die Stahlaxt brauche ich auch nicht. Ich habe nur einen einzigen alten Stahlpfeil, aber gut. 32. Bessere. Honigwein brauche ich nicht. Das Fleisch wäre gebraten sicher besser. Oh, die Mana-Pilze brauche ich denke auch nicht. Gesellenbuch Entropie kann ich ablegen, brauche ich nicht. Da kann ich alles ablegen. Alles. So, Buch Kettenblitz, Rang 1 interessiert mich nicht. Rang 2 wäre vielleicht noch interessant. Tresorschlüssel 1121, der Fuchs Hans. Das ist das Geld von den Leuten. Die mir da. Und jetzt machen. Ach, das ist die Miranwächterin. Ich dachte schon. So, jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis bald. Bis zur nächsten Folge und so weiter. Denn ich denke, jetzt ist die gute Zeit rum und die eigentliche Aufgabe wird nochmal größer. Also machen wir sie in der nächsten Zeit.